So, einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch das Luftrettungszentrum in Duisburg vorführen. Und zwar gibt es noch bei der Duisburger Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik natürlich auch zwei Landeplätze, die allerdings nicht veröffentlicht sind. Ich habe mir erlaubt, diesen Landeplatz und das Krankenhaus mal mit dem Overlay-Editor nachzubauen. Im Moment befinden wir uns in Düsseldorf. Ich schaue mal kurz nach draußen, weil wir möchten von hier aus natürlich abfliegen. Es ist etwas einfacher, wenn wir in der Außenansicht fliegen, dann kann man nämlich auch deutlich mehr von der Umgebung sehen. So, wollen wir mal starten. Oh, die Piste ist ziemlich nass, es hat geregnet in Düsseldorf. Ich fliege natürlich X-Plane 10, weil auch ich am liebsten realistisch fliege. Ihr werdet sicherlich das auch von den anderen Flugsimulatoren kennen. Da kann man wunderbar mit dem Hubschrauber senkrecht starten und wie mit dem Aufzug rauf und runter gehen. Das ist bei X-Plane nicht möglich, weil hier ist das Fliegen relativ realistisch. So, wir machen ein Midfield-Crossing und fliegen mal über beide Startbahnen in der Mitte weg und bewegen uns in Richtung November. Das Luftrettungszentrum der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik liegt im Düsseldorfer Süden. Da ich im Moment nicht online bin, muss ich mich auch nicht wirklich an den Ausflug halten über November, sondern drehe jetzt, nachdem ich Midfield Crossing hinter mir habe, einfach mal in Richtung Sechsseenplatte. Das ist nämlich dort, wo sich das Unfallkrankenhaus befindet. Hier vorne sehen wir schon das Rama-Baggerloch. Das Angermunde ist direkt hier unten rechts und geradeaus ist das Rammerbaggerloch und weiter hinten geradeaus sehen wir schon die Sechsseenplatte. Mit der Funkelroutine macht es eigentlich recht viel Spaß zu fliegen, es ist alles recht gut zu erkennen. Um die Grafikkarte nicht zu sehr zu überlasten, fliege ich allerdings mit einem Low-Bereich in den World Details. Das hat den Vorteil, dass man deutlich bessere Frames hat und weit gucken muss man in Wirklichkeit ja ohnehin nicht, weil auch in Wirklichkeit kann man bei nicht super klarem Wetter eh nicht schauen. So, wir kommen jetzt schon zur Sechsseenplatte. Ich drehe einmal kurz eine Runde mit über den See. Da ich hier mein Heimatrevier auch zum Segeln habe, habe ich natürlich auch ein paar Segelboote dahingesetzt, die sich dort auf dem See vergnügen, so wie ich es tue, wenn ich nicht mit dem Heli virtuell unterwegs bin. Da ist eine kleine Regatta nachgestellt. Da fahren die Bötchen im Kreis und dort ist ja so wie im richtigen Leben. So, ich drehe jetzt mal ab und werde gleich etwas langsamer. Und dann fliegen wir mal über die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Die ist hier genau links in Sicht kommt. Da sehen wir schon die Türme, das sind die Wohnheime und unten das Parkhaus. Und ich gehe jetzt mal weiter Richtung Süden und versuche auf den unteren Platz anzukommen. Da fliegt man am besten über den Golfplatz ein. Wie ihr seht, das ist nur 2 Minuten vom Düsseldorfer Flugplatz entfernt und damit recht schnell zu erreichen. Die Szenerie werde ich auch irgendwo noch zur Verfügung stellen. Wer Interesse hat, kann mir einfach eine Nachricht schreiben, dem kann ich die dann auch gegebenenfalls zuschicken, beziehungsweise
erklären, wo der Link ist, damit man sich das runterladen kann und vielleicht an derselben Stelle fliegen kann, wie ich es auch tue. So, auch hier sind ein paar Bütchen noch am See. Jetzt muss ich euch schon mal langsam ein bisschen Gas geben, sonst falle ich von mir. So, hier ist der Golfplatz, den man sehr schön sehen kann. Auch habe ich mir frecherweise ein kleines Hilfsmittel dahingesetzt. Da gibt es nämlich einen Hochstand, den man jetzt schon rechts vor der Unfallklinik sehen kann. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den man sich zum Anfliegen merken kann. Jetzt ist er direkt unter mir und von da aus kann man eigentlich ganz gut anfliegen. So, der Wind ist nicht so günstig. Wenn ich mir den Windsack anschaue, kommt der Wind ziemlich von hinten. Das bedeutet, die Landung wird aus dieser Richtung etwas schwieriger. Aber ich denke, dass das auch so hinhaut. Weil ein Anflug ist leider nur aus dieser Seite möglich. Durch die vielen Bäume da so, hier sieht man schon wunderbar die Halle und auch hier ist das Pitcher nass. Man sieht das Wasser aufwirbeln. So, da sind wir schon gelandet. Ich kreise jetzt einmal so ein wenig hier rum und damit kann man auch das Krankenhaus und den Parkplatz von der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik sehen. Das ist der Bodenlandeplatz. Wir können jetzt nochmal schnell abheben und dann sehen wir auch das Helipad, welches sich oben auf dem Dach befindet. Das können wir auch eben nochmal anfliegen. Das ist auch ein Hubschrauberlandeplatz, wie er in den Bibliotheken zu finden ist. Von daher ist er hart und auch landefähig. Ja, wir haben jetzt ordentlich Wind, ich merke das schon. So, damit sind wir auch auf dem Dach gelandet. Also wer Interesse hat, kann mir gerne eine Mail oder einen Kommentar schreiben. Dann kann ich Ihnen den Link schicken für diesen Hubschrauberlandeplatz. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.